Zahlreiche Vertreter aus Lokal- und Landespolitik sowie Wirtschaft waren am 26. April im Landratsamt, um die neue Migrationsagentur offiziell zu eröffnen. Das bedeutet zunächst erstmal für die fast 10.000 Ausländer, die im Landkreis wohnen, dass sie an einer Stelle gebündelt alles, was sie an Behördenleistungen brauchen, finden und nicht mehr von Behörde zu Behörde und von Ort zu Ort herumgeschickt werden. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie im Ausland irgendwo eintreffen würden und müssten dann in verschiedene Städte, an verschiedene Orte, könnten die Sprache nicht, das erschwert die ganze Sache. Das wollen wir hier mit dieser Migrationsagentur beheben, sodass hier verschiedene Behörden unter einem Dach zusammenarbeiten. Über 70 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ämtern werden in der Migrationsagentur zusammengezogen. Wir sind der Flächenlandkreis in Sachsen-Anhalt mit dem höchsten Ausländeranteil. Das hängt vor allen Dingen an fast 7.000 EU-Bürgern, die im Burgenlandkreis wohnen und hier in der Ernährungswirtschaft arbeiten. Wir haben 2.000 Geflüchtete, insgesamt rund 10.000 Menschen, die hier tätig sind. Und wir wollen erreichen, dass möglichst viele im Arbeits- und Ausbildungsmarkt ankommen und diejenigen, die hier schon arbeiten, möglichst auch in der Region bleiben. Denn der Druck aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk, Arbeitskräfte zu behalten oder neue zu finden, der ist sehr groß. Die Migrationsagentur soll auch als Vorbild für kommende Agenturen in anderen Bereichen dienen. Man kann das für Jugendliche, die also multiple Vermittlungshemmnisse haben, Problemfälle sind, die also vom Jugendamt, vom Jobcenter, auch von der Agentur für Arbeit gemeinsam betreut werden müssen, damit man sie aus ihrer schwierigen persönlichen Situation rausholt. Da bereiten wir gerade eine ähnliche Struktur vor. Das ist also nichts, was man nur für Ausländer tut, sondern auch für problembeladene Fälle von Deutschen anwenden kann.